Willkommen, willkommen zurück in Kaladria im Krieg der Rebellion von Fürstin Isolla von Sunu. Wir sind ihr Marschall. Wir haben 123 Truppen, steht hier. Das muss irgendein Fehler sein. Fürst Dirigu ist bei uns. Aber das, den werden wir mal jetzt doch wieder so langsam wegschicken. Sehr witzig, die Einstellung habe ich noch nie gesehen. Okay. Ja, wir haben in der letzten Runde. Ah, da ist er jetzt. Jetzt hat sich's geregelt. Ja, wir haben in der letzten Runde Uxgal gehalten und Burg Rheindi, unsere kürzlich zuvor errungene Stadt. Harte Kämpfe liegen hinter uns, große Siege aber auch. Und mittlerweile muss ich sagen, es geht mal wieder bergauf für uns. 47, 45, alles klar. Die hat hier nichts, irgendwas, was ihr was bringt. Was macht Kleti eigentlich? Achso, Kleti ist Infanterie noch mit bei. Achso, die war noch eine Stufe höher. Ja, komm. Wir machen hier die Wundbehandlung und die Chirurgie ein bisschen höher. Und dann machen wir noch die Schlagkraft ein bisschen höher. Okay, alles klar. Wir haben wieder Truppen. Wir haben auch wieder ein bisschen mehr Geld. Und es geht wieder aufwärts für uns. Sodass wir hoffentlich demnächst von größeren Siegen sprechen können. Eventuell sogar eine der beiden Burgen hier belagern können. Rinder oder Tilbaut. Genau. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber im Moment bin ich positiv optimistisch. Wir haben den guten Bundruck uns angeworben. Ganz kurz gucken, der kann jetzt nochmal einen besseren Helm kriegen. Der wurde von uns alleine dafür, hat sich das anwerben lassen, bei uns schon gelohnt. Durch das sehr gute Loot, was er jetzt schon hier von uns gekriegt hat. Also ist jetzt ausgezeichnet ausgerüstet worden. Habe ich ihn eigentlich den Bogenschützen zugeteilt? Ja, habe ich. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir schauen, dass wir auf lange Sicht mehr Truppen anheuern. Haben auch schon ein paar Gefangene wieder gemacht. Graf Dilina, den wir gar nicht in unserer alten Stadt gelassen haben. In Uxgal gelassen haben. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Unsere Ortschaften hier werden alle überfallen gerade. Das heißt, da können wir nicht mit Truppen rechnen. Aber wir müssen auch erstmal wieder nach Uxgal, vielleicht nach Jagara, um mal da zu schauen. Ja, wo kriegen wir auf lange Sicht wieder Truppen her, ne? Das Geld müsste jetzt langsam passen. Talbert wurde von Graf Micho. Achso, Talbert gehört uns? Talbert, wo ist denn Talbert? Ach, Talbert war das hier oben. Ja, die plündern gerade alle wieder unsere Ortschaften. Die können sich das scheinbar erlauben. Wir würden uns das natürlich auch gerne erlauben können, wenn wir da die Leute dann zwingen könnten, sich uns anzuschließen, unserer Truppe. Aber, naja, wir müssen einen redlicheren Weg bestreiten. Okay, wir gucken mal in der Schenk, ob der gute Lösegeldvermittler noch da ist. Nein, aber Elite-Schwertkämpfer sind noch da. Fünf Elite-Schwertkämpfer für 1128. Ich fürchte, die werde ich mir nicht leisten können, auch wenn ich die gerne in Uxgal gelassen hätte. Voraussichtlich werde ich bald wieder nach Burg Rheindi reiten müssen. Deswegen nutzen wir jetzt einmal kurz die Ruhephase hier. Na, die Sachen können wir auch gleich in Sunu verkaufen. Ja, Ibiran wurde überfallen. Elidan wurde überfallen. Und wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Gut, dass wir uns nicht die Leute geholt haben. Wir gehen mal nach Feidai, Pravin und Asgard, um da Leute anzuwerben. Ist natürlich weit weg von Burg Rendal, aber wir brauchen die Leute, die Truppen. Definitiv. Guck mal, Graf Haringott. Fühlt er sich denn stark genug, um einen Waffengang zu wagen? Ja, die Gegner, wenn wir ihnen nicht ihre Burgen wegnehmen, dann werden die Gegner immer wieder schnell Truppen bekommen.
Was ich noch immer, Achtung, wieder jammern auf hohem Niveau, immer sehr unfair finde. Was aber wahrscheinlich auch einfach die Spannung so ein bisschen erhöht, sonst könnte man ja einfach überall durchmarschieren, wenn die mit denselben Sachen zu kämpfen hätten wie wir. Gut, nichtsdestotrotz sammeln wir wieder Truppen, wir rüsten sie wieder aus, wir haben wieder nicht die Leute in Uxgal gelassen, wir könnten beim Turnier mitmachen, wie viel? Das ist dieses Reiterturnier. Ja, Leute, dann nehmen wir uns noch ein bisschen mehr Geld und setzen es auf dieses Turnier. Da müssen wir natürlich unheimlich vorsichtig sein. Sind wir voll ausgeruht? Da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein. Aber ich muss mal einmal gucken, ob wir voll ausgeruht sind. Ja, wir sind bei 100%, das ist gut. Wir machen bei dem Turnier mit und platzieren auch Wetten auf uns. Okay, mal wieder ein Turnier, Leute. Abwechslung von der Front. Okay. Wo sind die Gegner? Von rechts kommen sie. Uiuiui. Die waren aber auch mal schneller besiegt. Naja, okay. Aber wir sind hier in unserem Element mit dem Lanzenreiten. Da können wir immer glänzen. Jedenfalls hier beim Turnier. Okay. Ich erinnere mich an die Schlachten, wo das in letzter Zeit immer ein bisschen schwieriger war, dann noch zu treffen. Wir müssen mal schauen. Aber das wäre natürlich eine Energiespritze, also eine Geldspritze, die wir jetzt gebrauchen könnten. Okay. Sieht im Moment nicht schlecht aus. War sogar die Fürstin. Okay, es steht einiges auf dem Spiel, deswegen bin ich ein bisschen nervös. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Lieber den am Boden, der ist, finde ich, im Moment eine größere Bedrohung. Der ist einfach flexibler und kann sich mir immer gut zuwenden. Die Reiter, die sind hier immer so, was auf dem Schlachtfeld immer sehr gut ist für die Reiter, dass die so sich drehen und so weit reiten können. Da sind die immer, können die immer sehr nervig sein. Aber hier in der Arena muss man eben auch viel mit dem Zurückreiten arbeiten. Guck mal, er hängt jetzt zum Beispiel wieder. Ne, habe ich nicht erwischt. Ja, wo die natürlich nerven können, ist natürlich, wenn man hier so kurvig reitet und so. Also. Okay, das Pferd macht keinen Sinn, das runterzureißen. Okay. Bis jetzt läuft es ganz gut. Aber das kann auch schnell, das kann sich auch sehr schnell ändern. Zum Beispiel jetzt. Wenn man hier gegen zwei reitet. Wo sich einer wieder umdrehen kann. Ja, und dann sowas passiert, ne? Jetzt würde es zum Beispiel Sinn machen, einfach weil es zwei sind, einen vom Pferd zu holen. Das ist jetzt natürlich clever.
Irgendwie halten die sehr gut ab hier gerade. Sehr gut. Da war die Fürstin zu ungestüm. Schon wieder übrigens Fürstin Isola. Anscheinend gingen schnell die starken Gegner aus. Ja, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann... Okay, wir sind hier wieder in so einer Situation. Na, der wehrt gut ab. Also der geht eher auf defensiv. Der muss schon... Ah, der kann aber auch schnell abwehren, ne? Komm, wir reiten mal an ihm vorbei. Ah, das gibt's doch nicht. Ärgerlich. Jawohl, da hat er einmal nicht abgewehrt. Kratos, den haben wir auch schon mal besiegt hier, ne? Okay. Jetzt wird's aber Zeit hier, dass... Okay. Sehr gut. Haben wir es jetzt? Oder kommt noch eine Runde? Sehr gut. Oh, guck mal, 3.000, 4.000 Dinare haben wir jetzt wieder für unsere Truppen. Ich würde sagen, die investieren wir direkt in Söldner, die es hier so gibt. Landsknecht, Armbrustschützen, die nehmen wir doch gerne mit. Achso, gibt's, ist das ein Lösegeldvermittler? Oh ja, ein Lösegeldvermittler. Dann kriegen wir die 400 doch bestimmt direkt wieder rein, oder? 100, ja, 300 und... Weiß ich jetzt nicht, wie viel das jetzt war. Aber ist ja auch okay. Haben wir hier irgendein günstiges, einen Kohlkopf kaufen wir uns noch. Und dann geht's auch weiter. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Turnier bringt uns finanziell wieder Aufwind. Ja, irgendeine Dame, die wir wieder aufsuchen, Lady Joanna in Charis, aber Leute, ich kann die Lady nicht aufsuchen. Einfach, weil ich mitten im Krieg bin. Ich hoffe, ihr werdet das verstehen, dass ich dem amorösen Abenteuer widerstehen muss gerade. Okay, trotzdem, es geht weiter. Es geht aufwärts und weiter. Wir können Truppen wieder upgraden. Sehr gut. Fußsoldaten, Milizen, Waffenknechte. Das war doch... Wie viele haben wir jetzt? Wie viele Ritter? 9 Ritter und 15 Waffenknechte wieder. Ja, damit können wir den einen oder anderen Waffengang, würde ich schon mal wieder sagen. Burg Rheindi wird wieder belagert, Leute. Hm. Zum Glück ist jetzt Morgengrauen und am Tag können wir einfach schneller Meter machen. Rullnuss liegt auf dem Weg, da klopfen wir nochmal an und schauen mal, ob die irgendwas zu tun haben für uns. Graf Greinwand ist hier wieder. Noch ein Turnier. Warum nicht? Machen wir ein wenig Fronturlaub-mäßig Urlaub. So, ich möchte gerne die Lanzenreiter ein bisschen rausnehmen. Na gut. So ein bisschen mehr Platz verschaffen. Ja, sollte es irgendwann mal dazu kommen, dann möchte ich, dass Sunu erobert wird. Oder vielleicht kann sich... Vielleicht schließt sich ja Graf Klagus uns auch an. Das wäre doch eine Idee. Das probieren wir auch nochmal eben. Naja. Hier müssen wir echt immer aufpassen, dass wir in solchen Momenten zum Beispiel... Ups. In solchen Momenten zum Beispiel... Ja, es ist schon schwerer ohne Lanze, möchte ich mal sagen. Mit Lanze ist schon besser. Fühlt man sich gleich irgendwie wohler. Uiuiuiuiui. Da kam aber direkt, das war jetzt ungünstig für uns, da kamen ja direkt zwei... Ach Mist. Direkt zwei Lanzreiter. Ja.
glaube, nee, das bringt auch nichts. Ja, blöd irgendwie. Ach so, der Grüne gehört zu uns. Ja, sehr gut. Ja, mal auf die Tunika-Farbe achten, ne? Dann klappt's auch mit dem Turnier. Ah, Mist. Hier liegen nur bestimmt Nahkampfwaffen rum. So, dann nehmen wir uns doch das mal. Jo. So, wir sind jetzt mal nicht auf dem Pferd. Hm. Aber wenn der andere auf dem Pferd ist, dann kann man ihn ausmanövrieren. Dinare kämpft in der nächsten Runde. Nahkämpfer, nur wir beide. Na gut. Ja. Ich frage mich, ob wir irgendwie schneller werden können mit den Waffen. Vielleicht, wenn wir den Waffenmeister bei uns im Dingens erhöhen. Habt ihr da eine Ahnung? Okay, eine Runde noch. Wollen wir mal schauen. Mit Schild. Oh, ja. Irgendwie sind die Gegner, habe ich das Gefühl, nämlich immer schneller. Aber wir sind wesentlich stärker. Supi, Leute. Supi, Mensch. Das sind doch Geldspritzen, die unser Krieg gebrauchen kann. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Lösegeldvermittler brauchen wir jetzt nicht mehr, aber die Wachmänner nehmen wir noch mal mit. Ja. Ach so, Graf Klagus wollten wir mal ansprechen. Der mag uns doch, oder? So, komm mal her. Good to see you. Ich möchte euch etwas privat besprechen, aber müssen wir ein anderes Mal sprechen. Ich möchte euch etwas fragen. Schade. Der mag uns aber eigentlich schon gerne. Das müsst ihr ein andermal besprechen. Vielleicht, weil wir zu nah an der Stadt dran sind. Sollen wir nochmal gucken? Der reitet nämlich gerade wieder ein bisschen weg. So. Mal gucken, was er jetzt sagt. In dunklen Ecken Ränke zu schmieden. Also bitte. Oh, wäre das schön gewesen. Schade. Weniger als eine Minute hätten wir eigentlich noch. Was haben wir hier? Nehmen die das? Ja, wieder 5 Leute. Und dann gehen wir mal hinter Graf Kreinwand. Der Uxgal wird von Graf Haringott belagert. Ja, das ist okay. Wir gehen mal trotzdem nach Rübelit. Schauen mal, was es da so gibt. Nochmal 2 Leute, die wir auch mitnehmen können. Und dann begeben wir uns auch nach Uxgal, obwohl ich sagen muss, auch wenn wir hier gute Truppen haben, frage ich mich, Bokreni wird auch gerade belagert. Tja. Schwierige Situation mal wieder. Schwierige Situation. Wir schauen mal gerade, wer hier noch dabei ist. Vielleicht können wir ja einen rauslocken. Unsere Truppen haben wieder Erfahrung gesammelt. Das ist gut. Immer gut, erfahrene Truppen zu haben. Ein paar mehr Ritter, ein paar mehr bessere Reiter ist immer gut. 9000 haben wir jetzt, Leute. Ja, es kann sein, dass wir die Burg hier verlieren. Oh, guckt euch das mal an. Was ist denn das hier für eine Armee? Aber wenn wir jetzt 30 Mann schon mal rausnehmen können, habe ich da nichts gegen. Ach, die schießen sich auf, die schließen sich hier auf eine Seite an, obwohl die so weit weg sind. 300 Leute. Oh nein, Mann, ey, das ist immer so nervig, ne, dass man das nicht erkennt. Ja, wir müssen 13 Männer opfern. Ich weiß jetzt nicht, was wir, wahrscheinlich haben wir jetzt alle Ritter geopfert oder so ein Klamauk. Ja, jetzt kämpfen wir gegen 30 Mann. Dafür nehmen wir, für die 13 nehmen wir ihm jetzt noch eben 13 Mann weg. Hier, Leute, sammeln.
Das ist ja echt extrem nervig. Na gut, na gut, na gut, na gut. Nicht zu ändern. Aber das war ja wirklich super nervig. Dass ich dachte, wenn die aus dem Blickfeld sind, dann können die auch nicht mehr helfen. Ja, das machen die Reiter doch alleine. Ah, gut, den Grafen hätte ich auch. Oder ich hatte den, glaube ich, schon mal angequatscht. Obwohl, dann würde er nicht mehr frei herumlaufen. Mal schauen. Es wird echt Zeit, dass wir mehr Burgen vom Gegner nehmen, ne? Vielleicht schließt sich dann. Also den Haringott und so, die mit den dicken Burgen, die sollten wir vielleicht uns dahingehend aufsparen, dass wir hoffen, dass wir die überzeugen können, weil diese dicken Burgen, wo man einen Belagerungsturm braucht, die werden echt schwer einzunehmen sein. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Graf Meltor. Naja, komm. Lassen wir den auch nochmal laufen. Sehr gut, dann kriegen wir wenigstens hier mal wieder ein paar Truppen, die er sich gerade einverleibt hat, glaube ich. Ja, ein bisschen Loot kann nie schaden und dann müssen wir, Burg Rain die aufgeben oder weiß ich gerade auch nicht so ganz. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen. Begleitet der mich? Ja, der ist unterwegs. Achso, wir kriegen gerade keine Truppen mehr hier raus. Aber wir haben beförderte Leute wieder. Ist doch auch gut. Wie viele Ritter haben wir? 11 mittlerweile. Tja, Fußsoldaten. Doch, doch, unsere Armee wächst wieder, Leute. Aber das sind natürlich Unmengen an Truppen. Ja, wir sind wieder in der Defensive. Es fühlt sich halt so an, dass es überhaupt nichts bringt hier, dass wir die Burgen hier ständig halten und verteidigen. Naja, wir werden aber mit der Zeit wieder stärker und mächtiger und werden uns wieder zur Wehr setzen. Ich beendige die heutigen Episode mit einem Horrido. Auf geht's beim nächsten Mal wieder bei Null, gefühlt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.